Ah ja, ist auch ein Mod. Logistics Info heißt der, glaube ich, der zeigt einen immer wieder mal an, für wie viele Tage man Supplies hat und wie weit man fliegen kann mit dem Fuel. Dass man da nicht aus Versehen irgendwie. Hab ich gar nicht drauf geachtet, ne? Da oben. Oh. Okay, ich schätze. Ich schätze. Ich werde wohl viel klicken müssen in dieser Runde. Und auch die anderen Piraten hier vorne. Wir können ja gucken, was die so machen. Und vielleicht, hier dann. Engaging Imperial Embassy. Oh, okay. Und der ist Fully Surveyed, aber ich glaube, die Raketen hier oder so, die Raketen. Die Sachen gehören nicht dazu, ja. Wir werden mal ganz kurz hier. Könnte ich dich angreifen, ne? Möglichst, bevor du. Okay. Ist nicht blöd, gegen das Imperium ausgerechnet zu kämpfen, aber. Gehen mit allem rein, was wir haben. Natürlich. Ja, und ich würde sagen, wir bleiben tatsächlich zusammen. Kommen alle mit mir mit. Mein Gott, ist das schon wieder lange her. Seitdem wir meine, dass ich das hier von Anfang gespielt haben. So. Was ist das denn schon wieder für eine Aktion? Jetzt hauen die ganze Zeit ab. Halt erstmal auf dich, ja. Gut gemacht. Na, guck, dass die uns nicht von hinten irgendwie. Warte mal, du, der Kite. Der greift mal direkt an. Der kommt dann nämlich dann. Ach, warte, du kommst eigentlich auch ran, ne? Und die anderen zwei, die folgen uns weiterhin hier. Sind nicht Offiziere, die jetzt ein bisschen mehr können als wir oder unser Mann hier? Wir haben ihn fast. So, komm schon, überladet ihn. Ach, ich glaube, wir sollten echt schnell in der Fregatte reingehen. Wenn wir irgendwann, sobald wir eine gescheite Fregatte finden, mit der ich schnell unterwegs bin. Irgendwie einen Putzlaser oder sowas dann hab. Torch hat uns die gerade noch hier vom. So, wir nehmen mal den Bonus mit. Wir haben ihn bald. Jetzt schon Lowered Combat Readiness. Wow. Okay. Jetzt alle auf den da. Komm schon, Brems! Beweg dich! Mein Gott, was macht denn der Torch da? Ja, wir haben auch noch kein einziges Mal unsere. Ja. Sogar Imperialschiffe sind zu schnell für uns. Bro. Zieh dich zurück. Den überladen, ey. Leute, ihr seid zu dritt. Verdammt doch mal. Da ist überall Offiziere drin. Ja, wir können die zumindest echt gut weghalten. Und
sollten halt eigentlich eher versuchen, denselben Typ anzugreifen. Ah, servus John. Sind einfach zu schnell. Oh Gott, ey. Jetzt haben wir den hier, glaube ich, gleich. Verdammt. Ist auch fast überladen, komm schon. Ja, wir müssen echt immer eher auf Harpoons oder sowas setzen. So zu mühsam werden am Anfang. Der Dude ist auch schon fast tot, ehrlich gesagt. Wir sind einfach zu langsam. Soll ich die befürchten, dass wir das hier nicht schaffen werden? Einfach nur weil. Oh, wow. Oh, ich muss das wohl nicht draußen machen. Das war auch die kürzeste Überladezeit, die ich jemals gesehen habe. Wir verschwinden echt gleich, ne? Zu mir, weil alleine da drüben zu kämpfen jetzt auch gar nichts mehr. Ach Gott. Oh. Ihr hört das nicht, oder? Diesen Sound, Szenewechsel. Uns auch nicht viel an, wir müssen ihn halt in der Ecke drängen. Ich sollte halt schon treffen und so. Wird ein bisschen schwer, alles im Griff zu behalten, wenn es so schnell geht. Und jetzt hat er definitiv an der Vorderseite hier kein Schild mehr. So, los, die Torpedos müssen nur treffen. So, der eine ist fast tot. Komm schon. Okay. So, der hier haben wir noch. So. Der ist ja zum Glück auch schon ein bisschen gedamaged. Wow, er hat sogar noch seinen Reaper tatsächlich, unser Begleiter. Mühseligkeit. Naja, ah okay, das ist nicht unsere Sonderfähigkeit, ist einfach mal unsere Muni nachladen, was eigentlich ganz geil ist. Ah ja, guck mal hier drauf. Warte nicht auf uns. Versucht sich zurückzuziehen. Irgendwie müssen wir unser Ding hier schneller machen. Irgendwie. Nicht mehr bekommen, hä? Na, vielleicht können wir einen von denen salvagen, das wäre schon mal gut. Die waren ja nicht schlecht. Ja, komm, Clan Victory. Kriegen wir eh nicht mehr. So, die haben es echt noch geschafft, ihn zu töten. Mit der Retreat, kannst du das Ship Recovery. So. Ehrlich gesagt, das Armor for the Power Grid, Degraded Engines sind auf wie viel runter? Okay, auf 9, das ist immer noch okay für uns. Warte mal, du bist auf 10 sogar. Victor's Cluster Support, Life Supports und Degraded Engines. Ja, nimmst du beide mit. So, Credits gab's auch. Haben wir quasi einen Kite getauscht gegen den Invictus und nochmal irgendwas anderes. Das ist okay, ja. Gab auch Level-Ups natürlich jetzt für uns.
Ja, machen wir es erst so. Ich würde, ob wir da zuerst den Punkt reinsetzen. Oh, wow. Das ist ja echt hart. Oh, ich muss das kurz mal wegmachen. Moment. Ja, wie mache ich das weg am besten? Das ist eine gute Frage. Aha. Mit dir und jetzt. So. Okay. Also der Plan ist jetzt eigentlich zu schauen, ob wir hier noch. Ah ne, sie haben es tatsächlich geschafft. Ich wollte schon sagen. Junker Class Gunboat. Salvage in einem großen Stil. Und ich kriegen wir hier noch ein paar Sachen raus. Das Salvage ist natürlich jetzt noch gar nicht geskillt. Also das wird so geil nicht sein wie bei der letzten Kampagne am Ende. Weil ihr da das erste Mal dabei wart. Es ist tatsächlich auch ansonsten kein einziges hier dabei, ne? Kein einziges Wrack. Bekannte Flotte. Ist disengaged. Okay. Da könnten wir mithelfen. So wird die so heftig bewertet. Eine Personally Fast Picket. Naja, ich meine, für uns ist momentan alles extrem heftig. Ach, okay. Hey. Vielleicht sollten wir erstmal. Vielleicht sollten wir erstmal auch irgendwo hinfliegen. Mit irgendwo meine ich, dahin. Oh. Mensch. Okay. Ja, müssen wir mal das Metall schon raushauen, weil unsere Cargo-Holds voll sind. Torrent. So, dann haben wir nochmal so einen normalen Salvage. Prophecy, Escort Frigate. Kann man dich vielleicht? Oh ja. Ja. Erstmal alles für unsere. Das sind alles unsere Jungs hier. Drover Class. Da unten gibt es auch nochmal was. Einmal hier nochmal Ship Recovery. Das ist ein Brawler. Okay. Nochmal hier. Mothballen. Auch. Da unten sind jetzt auch welche nochmal frei geworden. Ach ne, das sind unsere Cargo-Pods, ich würde schon sagen. Aber hier müsste eigentlich jetzt noch mehr sein. Ja. So. Zumindest vollgetankt. Geht's mal runter. Oh. Ich euch gleich diesen. Nee, Chani. Also wir fliegen mal rüber hier hin. Mal wie unglaublich schnell wir unterwegs sind. Folgst du uns? Tatsache. Na gut, zumindest konnten wir hier ein bisschen abgehen. Triggered by Ludwig Church. Okay, Operations Country Hostile to Hegemon in Night Battle Group Imperium. Okay, das heißt, da könnten wir eventuell ein bisschen was absahnen, sage ich mal. Hallo. Gut. Was machen wir denn zuerst? Erstmal verkaufen wir unser Metall. Die Waffen behalten wir fürs Erste auch mal. Also irgendwelche guten Mods, Converted Hangar, Engine Assembly, was. Weil wir werden eigentlich, ja, das würde ja fast, ja, nicht viel Geld eigentlich, dieser Serie gewonnen. Also wahrscheinlich werden wir einen von euch noch scrappen müssen oder so.
sage ich, ob wir alles ausrüsten können mit dem bisschen, was wir haben. Okay, also. Small Energy Turrets nach vorne. Du hast zumindest ein bisschen Waffen noch drauf. Basic Turret. Warte mal, hattest du noch hier eingebauten Sachen? Turbo Feeder. Best Reduction, a brief boost of the rate of fire of all non-beam weapons. Alles klar. So, Universal, da macht man dann den Reaper drauf. Die kleine Biscuit, die Light Dual Auto Cannon. Die machen wir hier vorne auch drauf. Da kommen jetzt die. Da kommen jetzt irgendwelche Point Defense Geschichten drauf. Bongos. Das ist krass, wenn man so arm ist, dass man sogar auf sowas achten muss hier. Geldtechnisch. Small Energy. Plasma Buster. Warum nicht, schätze ich. Ja, das sieht aus wie ein absolut krasser Sustainable Build. Alles sehr Short Range. Weil die Bongos machen sowieso nicht so viel aus. Will ich meinen. Ja, machen wir es so. Waffengruppen. Oh Gott, ja. Alterating, sonst überlebt das Teil hier nicht eine Salve, mehr oder weniger. Dafür haben wir eine ganze Menge Platz für anderes Zeug. Distributor, Coil. Könnte man auch mitnehmen. Stable Injector wäre eine Idee. Das Schiff wird das um 20 beschleunigen. Nochmal 14% weniger Weapon Range wäre bei dir, glaube ich, nicht so gut. Wie schnell bist du denn so von aus? Das ist 84. Das erklärt eigentlich, wieso wir so Probleme hatten, ne? Sehr schnell. Was machen noch so die Thrusters? Maneuverability bei 50 war das, okay. Wollen wir bei dir. Ich will auch das mal kurz durchlesen, weil. Ich benutze das eigentlich so gut wie nie und die Piraten benutzen es eigentlich ständig, also kann es ja so schlecht eigentlich nicht sein, oder? Top Speed, genau, ja. Acceleration allows the acceleration boost, genau. Acceleration rate reduces the peak performance time by a factor of 3, genau. Ja, kein aktives Wenden mehr, das wäre halt für ihn jetzt, glaube ich, eher verheerend. Wir haben so viel Zeug. Ja, dann nimm doch mal die Bulkheads noch mit. Und ansonsten? Mehr Kapazität einfach? immer noch viel übrig. So, Charlie ist ja schon auf dem Tisch. So wie wir das gewohnt sind. Mal auch irgendwas mitnehmen. Designed to enhance the offensive abilities of installed HAL Mods. Okay. Ist auch so ein neues System hier. Da muss man es auch ein bisschen einarbeiten dann mit der Zeit, wie das genau funktioniert. Ja, und hier for one unique upgrade. Beta. Emergency Systems. Das wäre. Okay. Die Sachen, die es irgendwie beeinflusst war. Total Damage stecken bei 7% und Sigma, was macht was? Total Action Speed. Okay. Birthing Fuel Tanks. Kann nochmal eine Manövrierfähiger machen. Yes, ja, es wird jetzt am Anfang alles ein bisschen länger dauern. Mir leid. Ach ja. Ist bitter, wenn man tatsächlich quasi, ja, nicht genug gescheite Mods hat. Er bräuchte halt eigentlich dringend eine Schildverbesserung. Oder irgendwie Heavy Armor oder so, wenn schon die Schilder nicht gescheit funktionieren. Ist einfach mehr Cargo Holds, weil wir ja eh Zeug in der Gegend rumholen wollen. Das ist echt, ja, sehr gute Nutzung hier von dem Zeug.
Okay, also hier, du bist Close Support Gunship mit dem Hybrid Hardpoint. Den Autogenerator behalten. Kann er auch behalten, denke ich. Da hinten dann auch den Burst BD noch mit. So. Guck mal, wir haben hier sogar Pulslaser am Start. Ali. Jetzt haben wir auch die Prophecy. Da ist noch ein Tactical Laser mit drauf. Da kommen zwei Raketen dran. Also was kleines Ballistisches. Da vorne, ja, du hast eigentlich viele große Waffen, wenn wir da Point Defense sind. Bei dem hybriden Hardpoint könnte man jetzt tatsächlich irgendwie einen Pulslaser draufpacken. 1500 Credits each. Wir sind natürlich jetzt schon hier fluxmäßig am Limit. Also. Wird es da doch wahrscheinlich hinauslaufen, wa? Kapazität raus und wir könnten natürlich. Es ist halt immer die Frage, wollen wir den jetzt unbedingt jedes Mal wieder haben? Eigentlich ja und nein. Longrange Arbalest ist Kinetic. Bumper. Und jetzt nochmal so ein Incendiary Blaster. Du hast 800 Reichweite. Das ist deine Hauptbewaffnung momentan. Also wäre eigentlich irgendwas, was so um den Dreh ist, nicht schlecht. Das Fragmentation-Ding. Warum? Warum nicht, ja? Wahrscheinlich, oder schauen wir mal kurz so dumm. Du hier. Würdest sogar besser passen. Okay, dann machen wir das. Dann schön, dass wir nicht fliegen werden, ha? Okay, die Prophecy. Small Synergy nach vorne. Raketen, Reaper, sowas. Rot-MRMs. Exodus. Das Range 1200 mal 4. Das könnte man machen. Guten Gorgon SRMs. Zwei Stück. Die Plasma Buster und mehr Energie. Ja, doch, so. Und dann kann man hier den Tactical Laser noch draufpacken. Das ist die erste Fregatte, die halbwegs vernünftig dann läuft hier. Dann Subsystems. Distributor, auch wenn er nicht viel bringt. Okay. Es fehlt auch noch eine Waffe, aber ich denke, die werden wir jetzt nicht hinbekommen. Das können wir bei dir durchaus machen. Bist du noch schneller? Okay. Und der Brawler. Das ist glaube ich, die Piratenvariante, die komische. Ach nee, das hast du. Ah, du bist der Fighter-Typ. Light Needler. Gerne. Light Mortars dabei. Ja, auch harten Subsystems, damit du nicht zu schnell abkratzt. Ja, für 5. Ist nicht viel Auswahl, ja? Können aber Point Defense draufpacken, aber das ist auch völlig blöd. Beste hier ist die Light Assault Gun. Ja. Flux hat er halt jetzt. Gut, wir brauchen auch keinen Flux, eigentlich. Ja? Wie viel hast du weggenommen hier? Mr. Stitch Gun? Ne, nicht Stitch Gun, sondern. Das Teil jetzt. Hallo? Ja. 160. Ja, ich schätze, er nimmt nur das Ding mit. Beziehungsweise wir packen ja Point Defense drauf. So. Ist okay. Ich meine, wir haben den Carrier. Hallo? Den Carrier. Das ist doch super. Bei dir das schon gemacht? Alterating, ja, ich hatte das schon gemacht. Gut. Gut, gut, gut. Ich schätze, wir bleiben in diesem Ding hier drin. Wir müssen nur definitiv
irgendwas ändern. So. Packen dich rein. Das macht uns immer ein bisschen schneller. Jetzt sind wir bei 70. Das ist schnell wie ein Kreuzer. So, und jetzt wird es natürlich auch gleich nochmal interessant. Wir brauchen nämlich natürlich mehr Crew jetzt, wenn wir die alle bemannen wollen. Und reparieren und alles. Wir haben halt kein Geld mehr. Uh-oh. So, 29 Supplies. Repariert sind sie schon mal. So. Wie viel Crew brauchen wir denn? 236. Okay. Kaufen wir mal ein paar Waffen. Bisschen Maschinerie. Wir können sogar Fuel verkaufen, ehrlich gesagt. So, und jetzt hören wir ein paar Leute an. 1487. Reicht das? Ein Mann. Etwas riskant vielleicht. Verkaufen mal 5 Supplies noch. Immer so, dass wir zumindest leicht drüber sind. Okay, und jetzt gehen wir dann hoffentlich erfolgreich auf die Jagd, schätze ich. Oh, was ist das denn? Pro Stück Caballero? Neptune Ambrose. Hey there, Spacer. You got your second approach, you look. Kind of person who appreciates the fast life. It's upper hand, oder? Da ist okay, wir sollen. So, für 500. Rollen. Ich meine. Ha! Okay, 500, ja. What's the product of dice is at least 44. Und was ist das für eine Dice? Okay, wir machen es einfach mal. Lost. 636. Ah, verstehe. Product, natürlich. Multiplizieren. Mit 3 Stück. Naja, das hätte ich mir denken können. Okay. Wir können mit Kabal-Leuten. Da ist Renata 500 verloren. Ja, ist okay. Shady Person. Du bist ein Agent. Nee, nee, können wir uns eh nicht leisten. Storyteller können wir uns auch nicht leisten. Gut, ja, dann gehen wir wohl wieder hier in die Richtung und schauen mal, ob unsere Piratenfreunde irgendwie noch mehr Möglichkeiten aufgetan haben. 1,2 pro Tag. 60 Tage, 2 Monate reichen uns der Spaß. Da sind auf jeden Fall Flotten hier. Debris und alles, eventuell. Können einfach die ganzen. Oh, die wurden verfolgt, so wie es scheint hier. Hier vor. Fast Picket. Wer ist hier wer? Wer ist hier wer? Weiß es nicht. Dann werden wir erstmal salvagen. Verdingo D-Klasse, ein Combat Trader. Cover. Ja, wir werden halt. Ja, ne? Ich hab mir das Leben eines Piraten auch anders vorgestellt, aber. Ist halt das. Das bringt uns schon. Ja, es scheint, sieht echt so aus, als würden die Piraten hier im System gewinnen. Was natürlich super für uns ist. Oh, oh. Ohne Piratenfleet. Das Schwert auf der Gatte. Pinnacle. Können wir ganz salvagen, okay. Habe ich nicht mehr vergessen, ja. Nicht so nah rangezoomt spielen. Wayfarer. Standard Combat Freighter Recover. Und Flotte. So, jetzt mal 2 Frachter. Also wir könnten bald auch mal irgendeine Transportmission annehmen.
wirklich. Yeah, retreat. Go. Under Persian League fast picket. Könnten vielleicht irgendwie Transportgeschichten annehmen. So, und eigentlich wollten wir ja dahin. So, Abaddon Siphon Station. Und wir schauen mal ganz kurz hier im System. Gibt es hier irgendwo Ruinen auf... Oh, tatsächlich. Anan Pacha. Oh, und hier auch. Okay, Freunde. Das könnte natürlich jetzt groß für uns werden, ne? 1300 Einkommen. Unknown, das sieht... interessant aus, sage ich mal. Ich glaube aber, das ist keine Piratenflotte. Was kann doch nicht sein? Schmuggler sind das hier. Schmuggler. Könnten wir uns tatsächlich mit dem Kampf mal mit einmischen, oder? Und wir helfen mal. So. Wie lief? Nein. Vielleicht auch eine Dram hier irgendwo gesehen. Schau nochmal. Oh. Er bleibt für uns. So. Ach ja. Campen auch bald wieder. Stimmt. Ah ja, komm, da sind ein paar rausgekommen jetzt.